Ich begrüße unsere liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie sehen die Sendung des Ungarndeutschen Magazins. Bleiben Sie mit uns. Auch dieses Jahr wieder ein volles Haus. Hefeknödelfest in Gereslak. Sprachen lernen, Ausflüge machen, Freundschaften schließen. So war das diesjährige Austauschprogramm. Lenauhaus. Nach einem Jahr Bauzeit wurde das Gebäude eingeweiht. Neue und alte Mitglieder, die neue ungarndeutschen Selbstverwaltungen formieren sich. Ein buntes Veranstaltungsprogramm erwartete die Gäste des diesjährigen Gereslaker Dampfknödelfestes am Wochenende. Neben der ungarndeutschen Gastronomie wurde auch die Kultur der Nationalität auf der Bühne präsentiert. Mehrere Mannschaften kochten am Ort, natürlich Hefeknödel. Bereits zum 17. Mal wurde die Feinschmecker der ungarndeutschen Gastronomie nach Gereslak eingeladen. Auch in diesem Jahr unterhielt das traditionelle Hefeknödelfest die Gäste mit einer bunten Vorführung, während verschiedene Knödel zubereitet wurden. 2007 óta rendezzük meg ezt a fesztivált, 17. alkalommal. Egyetlen egyszer a Covid miatt nem sikerült ezt megrendezni. 2006-ban programomba beleírtam, hogyha Nagykanizsán Dödölle Fesztivál van, Baján Halászlépőző Fesztivál, akkor itt ebbe a Schwab-tengerbe van egy fantasztikus étek, amit úgy hívnak, hogy Hefeknödli vagy Gőzgombóc, akkor legyen itt Gereslakon Gőzgombóc Fesztivál. Természetes, itt a Schwab falvakban ugyanolyan jól és ugyanolyan ízletesen csinálják ezt a gőzgombócot, de akkor Gereslak ipi apacs módon azt mondta, hogy mi elkezdjük, és azóta szárnyal ez a gőzgombóc és a fesztivál. Több ezer emberre számítunk a rossz idő ellenére, tavaly is esett az eső, de ez nem számít. Tudjuk már az elővételből, a jegyek elővételéből, hogy teltházunk lesz ma is. Rengeteg programunk, táncok, német, magyar, horvát, gyerekkoncert is zajlik most, a Balázsi Betty vagy Varga Feri csinálja a gyerekkoncertet, és este is Schwabbál, Unterrock Schwabbál lesz Gereslakon, előtte pedig Cartago koncert és 4th Street koncert lesz. Die Gastronomie spielt eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Bewahrung von Identität, weshalb solche Feste in einer so vielfältig geprägten Region wie Südtransdanubien besonders wichtig sind. Baranyaiként azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt élünk egy nagy közösségben, büszkék lehetünk arra, hogy ez egy sokszínű, gazdag kultúrájú vidék, ahol évszázadok óta békében egymással együttműködve élnek együtt magyarok, svábok, székelyek, horvátok, és még folytathatnánk a sort. És én hiszek abban, hogy ez a közösség akkor lehet erős, hogy erősek azok a kis közösségek, amelyből a nagy közösség felépül. És igen, a gereslakiak, a gereslak környékén élők egy nagyon erős kis összetartó közösséget tartanak fenn, vagy alkotnak, és azt gondolom, hogy ennek is köszönhető az, hogy az a gasztronómia hagyománya, amely a gőzgombóz készítés több évszázados hagyománya, az újra tudott életni a térségben. Hiszen néhány évtizeddel ezelőtt bizony, ahogy Hargita János képviselő úr mondta, nagyon visszaszorult. Alig volt olyan család, aki készítette, és mára ismét reneszánsz van, nem csak Gereslakon, de Baranyában is a gőzgombóc készítésnek. Mi Baranya Vármegyei Önkormányzat képviselői, egy közösségnek a vezetői előjárói, abban vagyunk érdekeltek, és abban szeretnénk bíztatni a helyi közösségeket, hogy igenis ápolják ezeket a hagyományokat, ezek tesznek bennünket erőssé, gyarapodóvá, és én azt gondolom, hogy ezekre lehetünk büszkék, nem csak most, de reményeink szerint 50-100 év múlva is. Die Mannschaften kamen aus dem ganzen Land und bereiteten ihre eigene oder andere traditionelle Rezepte zu, manchmal auch mit einer neuen Note. Die Teilnehmer begannen am Morgen mit ihrer Arbeit und natürlich gab jeder eine kleine Kostprobe für die Passanten ab. Ich bin jetzt hier mit meinem Team von der Grundschule und mit meinen Eltern und eigentlich Freunde. Wir sind insgesamt 9 oder 10 Personen und ja, wir machen das seit 10 Jahren so. Es gibt gar nichts Neues für uns, weil wir schon dazu gewohnt sind eigentlich. Es gibt 3 verschiedene Sorten, die wir uns heute gekocht haben. Eine ist die traditionelle österreichische, was eigentlich ein bisschen süß ist. Die andere ist scharf ein bisschen, ähnlich wie Euwar. Und die dritte ist mit Bohnen. Helyiek vagyunk, mi 6-an vagyunk egy csapatban, 3 család.
és a kezdetektől fogva főzünk minden alkalommal babgulyás, babfőzeléket és a hagyományos hévőknél. Tegnap már előkészültünk, ma föltettünk mindent, készen lettünk, és nagyon finomra sikerült minden. Budapestről érkeztünk, a GP Consultingnak vagyunk a központja, és itt mellettünk dolgoznak a pécsi csapataink, a baranyai csapatunk, úgyhogy két külön csapat. Édes gözgombóc, illetve sós gözgombóc kategóriában indul a két csapatunk. Így alakult, hogy egy kollégánk itt él Gereslakon. És akkor eljöttünk, és azóta minden évben itt vagyunk. Az egyik kolléganőnk, akinek tulajdona ez a gőzgombóc specialista készülék, ő hozta a receptet, és mi hagyományosan nem újítunk rajta, olyan, mint a gőzszer, ahol azt mondják, hogy nem kell változtatni a receptet. Na hát ez is olyan. Das Festival ist eine gute Gelegenheit für verschiedene Generationen, sich zu treffen und Spaß zu haben. Also ich selbst gehöre zur deutschen Minderheit. Ich arbeite auch in minderheitlichen Ebene und es gehört einfach zu meiner Identität. Ich hab das, seitdem ich geboren bin, so gemacht und ich werde auch das weiterführen und weiter zu meine Kindern weitergeben und eigentlich das gehört zu meinen Alltage. So. Hier zu kommen ist ein bisschen anders als die alltäglichen Programme im Branau oder im Lande, weil hier gibt es eine so gute Atmosphäre. Jugendliche, ältere Generationen treffen sich miteinander und hier kann man auch nicht nur verschiedene Spezialitäten und verschiedene Speisen kennenlernen, sondern auch draußen mit den Handwerkerausstellungen und auch unser kleines Dorf ein bisschen kennenlernen. Auch das diesjährige Hefeknödelfest in Gereslak fand trotz des regnerischen Wetters in guter Atmosphäre statt. Die Veranstaltung endete mit einem Unterrockball am Abend. Das Kisfaludy Károly Gymnasium in Mohács hat eine 35-jährige Tradition des Austauschs mit Langenau in Deutschland. Letzte Woche besuchten die deutschen Schüler die Stadt Mohács. Wir haben die Erfahrungen und Erlebnisse zusammengefasst. Ein Schüleraustauschprogramm bietet viele Möglichkeiten und Erfahrungen für Schüler. Manchmal werden während eines solchen Projekts enge Freundschaften geschlossen. Hajnalka Herner, eine Schülerin des Kisfaludy Károly Gymnasiums in Mohács, sagte, dass sie ihre Gastfamilie im Sommer außerhalb des Programms getroffen hat. Das war ein sehr tolles und spannendes Erlebnis. Ich kann sehr viele neue Menschen kennenlernen und auch andere Freundschaften knüpfen. Außerdem war es ein sehr gutes Experiment. Wir waren verschiedene Städte, zum Beispiel Pécs oder Baja. Dort haben wir auch sehr viele neues Themen kennengelernt und zwischen den deutschen Kindern können wir sehr tollen Tagen haben. Im Sommer war diese deutsche Familie bei uns. Es war eine Überraschung, weil wir diese nicht wissen. Aber wir gehen zusammen ins Donau und sprechen sehr viel. Wir zeigten ihr die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Und ich denke, dass ich eine neue Freundin habe. Das Austauschprogramm hat eine mehr als 10-jährige Tradition. Seit mehr als 30 Jahren haben die ungarischen Schüler die Möglichkeit, Deutschland zu besuchen. Das Mohácser Kisfaludy Károly Gymnasium hat mehrere Partnerschulen im Ausland. Eine unserer Partnerschulen ist in Langenau in Deutschland, in Baden-Württemberg. Das Robert-Bosch-Gymnasium ist seit mehr als 35 Jahren unsere Partnerschule, da die Partnerschaft seit 1989 existiert. Seitdem haben jedes Jahr oder in jedem zweiten Jahr Schüler die Gelegenheit, nach Deutschland oder nach Ungarn zu fahren und so die ungarischen Familien und natürlich die ungarischen Schüler können so das Leben in Deutschland und die deutschen Familien kennenlernen. Die ungarischen Schüler hatten letztes Jahr die Gelegenheit, ins Ausland zu fahren. Sie besuchten das Robert-Bosch-Gymnasium in Langenau. Sie hatten die Gelegenheit, deutsche Schüler zu treffen und eine ganz neue Kultur kennenzulernen. In diesem Jahr hatten die Schüler die Möglichkeit, sich erneut zu sehen, da die deutschen Jugendlichen in diesem Jahr nach Mohács kamen.
Im Jahr 2023 konnte nach der Pandemie eine ungarische Gruppe nach Deutschland reisen. Insgesamt 20 Schüler konnten an diesem Austausch teilnehmen und sie hatten eine schöne Woche in Langenau verbracht. Und der Austausch ging natürlich auch weiter, denn dieses Jahr im September vor einer Woche hatten wir 23 deutsche Schülerinnen und Schüler zu Gast. Sie haben hier bei uns eine Woche verbracht. Die Schüler waren bei ungarischen Familien zu Gast. Also sie wurden bei Familien untergebracht, bei den Schülern, die auch bei ihnen zu Gast waren. Und so ist der Austausch eigentlich lebendig. In Deutschland sind schon Freundschaften entstanden und diese Freundschaften leben auch noch, wie auch Heunaka uns erzählt hat, denn einige von den deutschen Schülern waren auch im Sommer hier in Ungarn bei den Familien zu Besuch. Für die deutschen Austauschschüler wurde ein buntes Programm vorbereitet. Die Organisatoren versuchten, alle interessanten Sehenswürdigkeiten in der Region zu zeigen. Sie haben Pécs, Baja und sogar Székelyszobor kennengelernt. Für die deutsche Gruppe haben wir ein buntes, reichhaltiges Programm zusammengestellt. Sie haben die Sehenswürdigkeiten hier in Mohács einmal besichtigt, natürlich auch Pécs und Baja gesehen, also unsere Umgebung auch und die wichtigsten und schönsten Städte. In Székelyszobor waren sie auch. Es gab aber nicht nur Kultur für die Schülerinnen und Schüler und Traditionen natürlich auch, sondern sie haben auch etwas Spannendes miterleben können. Es gab auch gemeinsame Programme wie eine Stadtrallye oder auch Bastel-Workshop haben wir für sie vorbereitet. Und es gab auch einen gemeinsamen Abend, unseren Abschlussabend, wo sie über die ganze Woche berichtet haben und wo auch die Familien eingeladen wurden. Die Schulleitung ist der Meinung, dass es sich lohnt, diese Verbindungen aufrechtzuerhalten. Sie hoffen, das Schüleraustauschprogramm auch in der Zukunft nutzen zu können, um ihren Schülern noch mehr bieten zu können. Das Lenau-Haus wurde in einer feierlichen Zeremonie in fünf Kirchen eingeweiht. Die Bauarbeit wurden innerhalb eines Jahres abgeschlossen und das Gebäude wurde außen und innen vollständig renoviert. Der Sitz der Ungarn-Deutschen Verein bietet Übernachtungs- und Konferenzräume sowie einen Veranstaltungsort für verschiedene kulturelle Programme. Die Renovierung wurde von der Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen unterstützt. In einer früheren Sendung haben wir über den Tag der offenen Tür des renovierten Lenau-Haus am Ende des Sommers berichtet. In der ersten Oktoberwoche wurde das Gebäude in einer feierlichen Zeremonie offiziell eingeweiht. Der Lenau-Verein ist seit mehreren Jahrzehnten in der Munkácsy-Mihály-Straße ansässig, aber das Haus war renovierungsbedürftig. Vor 40 Jahren wurde der Lenau-Verein gegründet, damals noch zu sozialistischen Zeiten. Das war damals ein sehr wichtiger Schritt in Richtung Nationalitäten, wie Nationalitäten ihr Alltag, ihre Kultur, ihre Identität bewahren können. Die damaligen Wirkenden nannten sich als Fackelträger. Und sie haben eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil seit dieser Zeit alles, was im Lenau-Haus passierte, das wurde da überall zerstreut. Also die Ideen, die Initiativen wurden dann überall im Lande dann verwirklicht. Und seitdem gibt es wieder eine Neubelebung der ungarn-deutschen Kultur hier in Ungarn. Auch auf politischer Ebene wurden die Möglichkeiten immer größer. Und das Lenau-Haus spielte immer eine sehr wichtige Rolle, nicht nur regional, sondern auch auf Landesebene. In der Kultur, in der Politik der Ungarn-Deutschen. Institutionen wie das Lenau-Haus sind Zentren der kulturellen und nationalitätenpolitischen Tätigkeit. Wir müssen in den verschiedenen Regionen Ungarn solche Häuser haben, haben wir auch, wo sich die Deutschen zusammenfinden können, wo auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden können, aber nur ganz einfach das Vereinsleben mit privaten Gesprächen, mit Chorzusammenkünften und so weiter, wo man zusammenkommen kann, wie eine Stadt jetzt wie Pécs auch, fünf Kirchen, wo selbstverständlich viele Ungarn-Deutsche leben, für die ist das dann ein Ort, wo sie sich treffen können und wo sie miteinander auch sprechen können, auch ihre Muttersprache gebrauchen können. Also auf jeden Fall sind
diese Zentren ganz, ganz wichtige Säulen unseres ungarn-deutschen Daseins. Die Renovierung wurde von der Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen unterstützt und die Eigentumsverhältnisse des Hauses wurden einvernehmlich geändert. Neben dem Lenau-Verein beherbergt das Gebäude auch viele andere Organisationen. Also die Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen hat jetzt das Lenau-Haus, das Gebäude auch in den eigenen Besitz übernommen. Und schon vor einigen Jahren ist die Idee aufgetaucht, dass das Haus erneuert werden müsste. Und die Landesverwaltung der Ungarn-Deutschen hat sich dann um Gelder bei der ungarischen Regierung beworben und wir haben 750 Millionen Forint erhalten. Und selbstverständlich mussten wir auch aus der eigenen Kasse was beisteuern, aber das Haus konnte vollkommen erneuert werden und heute ist die Übergabe. Die innere Ausstattung, also Möbeln, haben wir von dem Bundesministerium des Inneren aus Deutschland bekommen. Und so, wie auch der Herr Staatssekretär das heute hervorgehoben hat, ist diese dreifache Einheit, also Ungarn, die Ungarn-Deutschen und der deutsche Staat, haben gemeinsam praktisch dieses Haus jetzt zum Leben gerufen oder neu erstellt sozusagen. Miklós Soltész, Staatsminister für religiöse Angelegenheiten und Nationalitäten, betonte, die Bedeutung der Unterstützung von Nationalitäten sei es in kulturellen Einrichtungen und Programmen oder im Bildungsbereich. Visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, akkor lehet látni azt, hogy német közösség Magyarországon mennyi mindent épített, kultúrájával mennyire gazdagította ezt az országot és nemzetet, és hozzáteszem, hogy vallásában, hitében is mennyire megőrizte azt, amire olyan szüksége van a mostani Európának is, és Magyarországnak is. És amikor egy ilyen beruházást támogatunk, tulajdonképp ezt a törekvést becsüljük meg és köszönjük meg. Majd még egyszer mondom, hogy útmutató többi nemzetiség számára is, és ezért van az, hogy akár itt Pécsen mondjuk a horvátoknak is a kulturális intézményét megújíthattuk, illetve sok-sok millióval támogattuk, forintból támogattuk, de szerte az országra igaz ez a kulturális tevékenységre is. De azt kell mondanom, hogy nyilván nem merülhet ki a nemzetiségek támogatása csak a kulturális tevékenységben, hanem ugyanilyen fontos számunkra az oktatás és a nevelés is. Sokan járnak például ide Pécsre és Koch Valéria iskolába, vagy jártak, végeztek ott, nagyszerű embereket adott, fiatalokat adott ennek az országnak az iskola, és mindez azért lehetséges, mert a kormány és a nemzetiségi vezetők, német, horvát vagy bármilyen más iskola, intézmény fenntartó vezetők között nagyon jó a kapcsolat. És tulajdonképp 100%-osan azt a támogatást megkapják, mint bármilyen más iskola. Das Lenau Haus arbeitet mit mehreren ungarn-deutschen Organisationen zusammen, unter anderem mit den ungarn-deutschen Selbstverwaltung von 5 Kirchen. Also dadurch, dass ich Vorsitzender des Lenau-Vereins bin und bisher der Vorsitzende der Deutschen, ist dieser Zusammenhang sehr eng. Auch die Mitglieder halten es wichtig, dass wir sehr eng zusammenarbeiten. Wir haben auch sehr viele Projekte, fast alle Projekte, die wir machen, machen wir gemeinsam und versuchen auch die Gelder so zu bewerben, dass jeder seinen eigenen Teil hat und wir können es nur so machen, dass wir zusammenarbeiten. Also gegeneinander können wir nicht arbeiten. Das Lenau-Haus kann auch mehrere Personen beherbergen und bei Bedarf Konferenzräume zur Verfügung stellen. Von den Wahlen im Juni waren unter anderem auch die Selbstverwaltungen der Nationalitäten betroffen. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse werden sich Anfang Oktober die neue Verwaltungsräte einsetzen. Danach wird der Landesselbstverwaltung der Ungarn-Deutschen zusammentreten. In den ersten beiden Oktoberwochen werden auf dem Grundlage der Ergebnisse der Wahlen vom 9. Juni die neuen Nationalitäten Selbstverwaltungen gebildet und das gilt auch für die Ungarn-Deutschen. Jetzt in diesen Wochen eigentlich formen sich oder gründen sich die deutschen Selbstverwaltungen, alle anderen auch natürlich, bis zum 15. Oktober können sie und müssen sie das auch tun. Wir haben 108 deutsche Selbstverwaltungen hier in der Planau und auch in der Chaumont-Dail, weil diese Region gehört auch zu uns. Die Tollnau kann man auch noch hierher ziehen, da haben wir so etwa 50 Selbstverwaltungen. Also man kann sagen, hier in der südwesttransdanubischen Region haben wir so 160 deutsche Selbstverwaltungen.
Die Teilnahme der Jugendlichen war schon immer ein wichtiges Thema, aber glücklicherweise ist das Interesse vorhanden und die jüngeren Generationen wollen ihren Teil zur Kultur und zum Leben der Nationalität beitragen. Das ist immer eine gute Frage mit den Jugendlichen. Wir haben immer die Bestrebung, dass Jugendliche auch mit dabei sind. Und das machen wir schon seit Jahrzehnten. Und es hat schon Erfolge. Also Jugendliche kandidieren auch, aber das hängt vom Dorf zu Dorf ab. Das ist immer anders. Also es gibt Dörfer, wo die ältere Generation sehr daran hart, dass sie da bleiben. Aber es gibt auch solche Dörfer oder Städte, die wirklich Jugendliche mit hineinbeziehen. Mohács könnte ich als ganz gutes Beispiel nehmen. Die haben alle 5 Generationen, also 20, 30, 40, 50, 60-Jährige mit dabei. Sehr gutes Beispiel. Aber nicht nur Mohács natürlich, sondern viele, viele Dörfer, wo Jugendliche auch mit dabei sind. Ich sage immer bei den Vorbereitungssitzungen, dass natürlich braucht man die erfahrenen Leute, die das schon seit Jahren, Jahrzehnten, seit mehreren Perioden machen. Aber man soll immer 1, 2 Jugendliche mit hineinbeziehen, damit sie dann in die Zukunft das erstmal erlernen, erstmal hineinschauen, erstmal hineinsehen, was da ist, wie diese Arbeit ausschaut und dann in 5 Jahren oder 10 Jahren das übernehmen. Also ich klage nicht, wir haben schon Nachwuchs, ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, dass wir die Jugendlichen auch mit hineinbezogen haben und das ist eine erfreuliche Sache. Nationalitäten-Selbstverwaltungen sind stärker an kulturellen Fragen interessiert als eine traditionelle Selbstverwaltung, aber sie spielen dennoch eine wichtige Rolle im Leben einer Gemeinde. Eine deutsche Selbstverwaltung, wie auch andere Minderheiten-Selbstverwaltungen, haben vor allem die Aufgabe, dass sie die kulturelle Autonomie entwickeln. Sie machen dementsprechend kulturelle Programme und natürlich die verschiedenen internationalen Beziehungen, Partnerstädte, Partnerdörfer, das pflegen sie, diese Arbeit. Eine wichtige Kompetenz haben Sie bei der Wahl des Schuldirektors oder der Schuldirektorin, haben Sie ein Vetorecht oder ein Mitspracherecht. Das heißt also, wenn in diesen Schulen und Kindergärten, wo nach einem Minderheitenprogramm unterrichtet wird, und da haben Sie ein Vetorecht, dass Sie das sagen können, wer der Schuldirektor oder Schuldirektorin sein soll. Und das ist, glaube ich, ein hartes Recht. Frau Ibuja Engländer-Nehok, Vorsitzenderin der Landesselbstverwaltung der Ungarn Deutschen, berichtete ebenfalls über die Ergebnisse der Wahlen und die Rückmeldungen. Jetzt in den kommenden 2 Wochen, also bis zum 15. Oktober, bilden sich die örtlichen, lokalen deutschen Selbstverwaltungen und bis zum Ende des Monats bildet sich dann auch die Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Wir werden unsere konstituierende Sitzung am 19. Oktober haben. Bis dorthin werden diese etwas über 400 lokale deutsche Selbstverwaltungen auch erstellt. Diese Wahlen waren für uns also positiv, wir sehen sie positiv, denn in über 500 Ortschaften sind die Wahlen ausgeschrieben worden und 402 Ortschaften sind auch die deutschen Selbstverwaltungen entstanden, die sich jetzt konstituieren. Und das ist für uns deshalb wichtig, weil die Zahl fast genauso groß ist wie in der vorherigen Periode, also trotz des Sinkens bei der Volkszählung der Zahl der Ungarndeutschen können wir trotzdem in genauso vielen Ortschaften deutsche Selbstverwaltungen bilden, die dann vor Ort arbeiten können. Repräsentation ist der Schlüssel zum Leben einer Nationalität. Daher ist die Rolle einer Selbstverwaltung von wesentlicher Bedeutung. Das Ziel besteht in erster Linie darin, die nationale Identität des Menschen zu entwickeln und zu stärken. Unsere Identität zu bewahren, das ist unsere erste Aufgabe und ich glaube, das Ungarndeutschtum hat schon in diesem Gebiet seit Gisela, seit der ersten deutschen Königin in Ungarn, die erste ungarische Königin war eine Deutsche, und vieles, vieles, was wir hier in diesem Lande geschafft haben, von den Gebäuden an bis zur Kultur, Musik, Kunst, Politik, dass wir das weiterpflegen und weitergeben, noch in vielen Jahrhunderten. Deswegen sind die deutschen Selbstverwaltungen sehr wichtig, dass sie da sind. Bis Ende Oktober werden die neuen ungarndeutschen Selbstverwaltungen landesweit ihre Arbeit beginnen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.